Moin, liebe Sportfreunde, euer Görgi am Start. Heute stellt sich die große Frage, welches Cardiogerät ist am besten für die Fettverbrennung? Und hier in so einem Fitnessstudio haben wir eine Menge an Cardiogeräten und jeder hat ja irgendwie so einen Liebling. Und welches ist tatsächlich am besten, um ein ordentliches Cardiotraining zu machen mit dem perfekten Ziel? Vorweg muss ich natürlich ganz klar sagen, dass die Fettverbrennung natürlich jetzt nicht alleine von dem Cardiotraining abhängt, sondern es gibt sehr, sehr viele Faktoren, wieso jemand Fett verliert oder nicht. Das kann die Genetik sein, die Hormone, der Schlaf, die Ernährung, grundlegend einfach die Regeneration oder einfach auch der Ist-Zustand, wie jemand isst. Cardiotraining tatsächlich bewirkt in erster Linie einfach einen zusätzlichen Kalorienverbrauch und dementsprechend müssen wir einfach gucken, welches Gerät am besten dafür geeignet ist, um so viel wie möglich Kalorien zu verbrennen. Jeder hat ja so seinen Favoriten. Es gibt einen Stairmaster, einen Laufband, einen Crosstrainer, einen Rudergerät, einen Liegefahrrad, ein Spinningbike und so weiter und so fort. Zunächst ist erstmal wichtig, dass wir die richtige Puls- oder Herzfrequenz herausfinden und da müssen wir eine kleine Formel anwenden und zwar ist das 207 minus 0,7 mal Alter. Ja, dann haben wir so ungefähr unseren Maximalpuls, den wir anwenden können und dann müssen wir runterbrechen, dass der perfekte Puls eigentlich für ein vernünftiges Cardiotraining, wo wir über einen gewissen Zeitraum auch einen guten Puls halten können, ca. 70-85% von der maximalen Herzfrequenz ist. Deswegen mal so ein bisschen herausfinden, was ist eure maximale Herzfrequenz und dann müsst ihr beim Cardiotraining, egal erstmal welches Gerät ihr macht, gucken, dass ihr 70-85% über einen gewissen Zeitraum, vielleicht von einer halben Stunde Minimum, halten könnt. Jedes Cardio-Gerät hat ja so seine Vorzüge und vielleicht auch Nachteile, wo wir zum Beispiel beim Laufen eher den ganzen Körper so ein bisschen beanspruchen, haben wir beim Stairmaster mehr den Fokus auf die Beine, auf die Waden. Beim Rudern haben wir etwas stärker noch den Oberkörper mit der Zugbewegung drin. Und jetzt ist es ja ganz wichtig herauszufinden, welche Bewegungen bzw. welche Muskeln tatsächlich für den Kalorienverbrauch am wichtigsten sind. Und da gibt es eigentlich zwei Hauptfaktoren, die dafür sorgen, dass wir am meisten Kalorien verbrennen. Der erste wichtigste Faktor ist eigentlich der Sauerstoffverbrauch. Ja, wenn wir viel Sauerstoff verbrauchen, verbrennen wir viele Kalorien. Und was verbrennt Sauerstoff? Ganz klar, oder was verbraucht Sauerstoff? Muskeln. Das heißt, tatsächlich ist es erstmal so zu sehen, dass die Maschine oder das Gerät, wo am meisten Muskeln im Körper aktiviert werden, natürlich am meisten Sauerstoff verbrauchen. Dementsprechend kann man erstmal sagen, das Gerät, was am meisten Muskeln aktiviert, verbrennt auch am meisten Kalorien. Ist ja schön und gut, aber was bringt mir das, wenn ich die Übung nur eine Minute mache und die Muskeln alle aktiviere, aber nach einer Minute platt bin oder liege? Dementsprechend kommt noch ein ganz wichtiger Faktor eigentlich dazu und zwar ist es einfach, dass ich eine hohe Herzfrequenz bzw. einen hohen Puls über einen längeren Zeitraum wirklich halten kann. Ja? Je höher mein Puls pro Minute ist, desto mehr Kalorien verbrenne ich auch pro Minute. Deswegen ist ganz wichtig, dass ihr die Maschine macht, wo ihr diese Herzfrequenz bzw. auch den Puls über einen längeren Zeitraum hochhalten könnt, damit ihr über den Zeitraum bei dem höheren Puls viel Energie verbrauchen könnt. Die zwei wichtigsten Faktoren für den Kalorienverbrauch haben wir jetzt schon mal. Also einmal natürlich so viel Muskeln wie möglich aktivieren und zweitens die Belastung über einen hohen Puls möglichst lange halten. Jetzt kommt noch ein dritter Faktor eigentlich dazu, den viele vielleicht nicht ganz so auf dem Schirm haben, weil jeder kennt das wahrscheinlich. Jeder, der eine andere Übung macht oder verschiedene Übungen macht, wird auch ein anderes Empfinden haben. Ja? Den einen fällt vielleicht das Rudern relativ schwer. Der andere kommt mega gut beim Laufband klar. Und deswegen gibt es sowas wie ein subjektives Belastungsempfinden. Das heißt, dass der Körper auch psychosomatisch funktioniert. Das heißt, wenn ich eine Übung mache, mir die aber schwerer vorkommt, als sie eigentlich ist, weil ich vielleicht auch die Koordination für die Übung nicht habe, dann kommt eher auch eine Art Atemnot und ich kann es nicht schaffen, diese Übung länger durchzuführen. Das heißt, zu diesen beiden Faktoren, Muskelaktivierung und Puls hochhalten, kommt noch ein subjektives Belastungsempfinden, wo es tatsächlich auch Studien zu gibt. Ich blende das mal ganz kurz ein, was tatsächlich dann auch noch eine Rolle spielt. Ja? Dieses subjektive Belastungsempfinden haben Psychologen mal ausgewertet, das nennt man auch RPE. Und das spielt tatsächlich bei vielen auch eine Rolle, einfach, dass das Empfinden bei der Übung nochmal dazu kommt, ob man etwas gut machen kann oder auch lange durchhält. Und das kennt jeder, jeder hat vielleicht so seine Lieblingsübung und merkt auf einmal bei irgendeiner Übung, die vielleicht anderen voll leicht fällt, hat man so seine Probleme, weil auch vielleicht die Koordination nicht stimmt. So, jetzt hat man diese drei Faktoren tatsächlich ausgewertet und eine Studie dazu durchgeführt. Ich blende die mal ganz kurz ein, werde hier bei unten nochmal verlinken, dann könnt ihr die genauer einsehen. Und man hat herausgefunden, dass tatsächlich bei den meisten das Laufband am besten funktioniert, um Kalorien mit einem Cardiogerät zu verbrennen. Auf Platz 2 ist der Stairmaster, auf Platz 3 ist das Ruderergometer, auf Platz 4 der Crosstrainer und auf Platz 5 das Fahrradergometer. Und da haben wir jetzt so eine kleine Aufteilung, was tatsächlich am meisten Kalorien verbrennt.
Wir haben jetzt natürlich auf Platz 1 das Laufband, was aber nicht bedeutet, dass das Laufband tatsächlich für jeden das beste Cardio-Gerät ist, um Kalorien zu verbrennen. Es gibt noch viele Einflussfaktoren, wie zum Beispiel die Raumtemperatur, das eigene Körpergewicht. Ja, wenn jetzt jemand sehr, sehr viel wiegt, macht es nicht Sinn, wie ein Bekloppter auf dem Laufband zu rennen, weil natürlich auch die Gelenke dann darunter leiden. Dann ist natürlich der Widerstand eine Sache und auch die Koordination, ob jemand die Bewegung vernünftig hinbekommt. Neben diesen ganzen Einflussfaktoren gibt es auch noch einen ganz wichtigen Faktor, und das ist die neuromuskuläre Anpassung. Das heißt, wenn wir eine Übung so koordinativ noch nie gemacht haben, wie zum Beispiel ein Ruderergometer, dann verbrauchen wir natürlich auch Energie dabei, um uns erstmal anzupassen, um erstmal zu lernen, wie die Übung geht. Das heißt, tatsächlich ist für einen Anfänger auch diese neuromuskuläre Leistung, dass man erstmal die Übung vernünftig hinbekommt, ein Faktor, wo man Kalorien verbrennt. Das heißt, wenn ich das nach 8 Wochen eine Übung perfekt mache, fällt sie mir leichter, ich habe meine Technik gelernt und kann natürlich etwas weniger Kalorien dort verbrennen, weil ich durch meine Technik Kalorien einspare. Das merke ich zum Beispiel, wenn man einen vernünftigen Laufstil hat, wenn man richtig gut laufen kann, wenn man wirklich oft gelaufen ist, dann hat man vielleicht den perfekten Laufstil und ja, spart tatsächlich beim Laufen auf dem Laufband hingegen zum Ruderergometer wieder Energie, weil man mit der bestimmten Technik einfach Kalorien sparen kann. Wo ich halt ja, auf dem Ergometer, beim Ruderergometer erstmal lernen muss, wie das geht, und bei dem Lernen mein Gehirn sich anstrengen muss und das Gehirn natürlich in dem Sinne auch wieder Kalorien verbrennen muss, um die Koordination hinzubekommen. Das heißt, tatsächlich braucht der Körper bis zu 8 Wochen, um sich neuromuskulär anzupassen. Dementsprechend kann man sogar fast sagen, dass nicht unbedingt das Laufband am besten ist, sondern es ist tatsächlich vielleicht sogar am besten, wenn man die Übung, die Kardiogeräte, alle 4 bis 8 Wochen mal ändert, um halt erstmal diese Anpassung wieder hinzubekommen, wo man natürlich wieder Energie verbrennt und von der Koordination sich wieder anlernen muss. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Jetzt haben wir diese ganzen trainingswissenschaftlichen Fakten durch und kann tatsächlich sagen, das Laufband wäre perfekt, wenn wir vor allem aber auch Bock drauf haben. Ja? Es bringt ja nichts, wenn wir jetzt angepasst sind, das machen, damit am meisten Kalorien verbrennen, aber tatsächlich einfach gar keinen Bock auf das Laufen haben. Sprich, wenn wir nur einmal die Woche aufs Laufband gehen, aber zum Beispiel viel mehr Bock haben zu schwimmen, Boxen zu gehen oder Fußball spielen und das wirklich 4-5 Mal die Woche lieber machen, als einmal die Woche aufs Laufband zu gehen, dann, hey, scheißt auf das Laufband und macht einfach Cardio-Training in Form von Schwimmen, Boxen, vielleicht auch einen Spinning-Kurs, wo ihr richtig Bock drauf habt. Deswegen ist es ganz wichtig tatsächlich, dass man einfach Bock auf Bewegung hat. Ja, dann kann das Laufband auf Platz 1 sein. Wenn wir es aber nicht machen, weil wir keine Lust haben, dann macht das natürlich gar keinen Sinn. Deswegen lasst euch gesagt sein, neben diesem Ranking, ja, ist es ganz wichtig, dass ihr Bock drauf habt. Ich persönlich bin Typ, ich laufe gerne. Das ist auch diesem Runner's High geschuldet. Das kennt vielleicht auch der eine oder andere, der wirklich gerne läuft, dass man nach 20, 30 Minuten in so einen Film reinkommt, ja, dass man wie auf Droge ist und immer weiterläuft. Deswegen feiere ich das Laufband, mache es tatsächlich mit am meisten. Aber das ist bei jedem unterschiedlich. Deswegen guckt wirklich auf diese Punkte, guckt, dass ihr diese Anpassung so ein bisschen im Kopf habt, dass ihr vielleicht auch mal switcht, um euch wieder neu anzupassen. Neben dem Spaß habe ich noch fast einen wichtigen Faktor vergessen, und zwar den passiven Bewegungsapparat und den Verschleiß. Ist natürlich auch ganz wichtig zu wissen, wenn wir jeden Tag laufen gehen und zusätzlich vielleicht noch ein Beintraining machen oder Fußball spielen, dass irgendwann natürlich auch die Gelenke, Bänder und Sehnen drunter leiden. Dementsprechend natürlich auch hier versuchen, hin und wieder die Geräte zu switchen, dass wir einfach eine gewisse Regeneration bei den Sehnen, Gelenken und Bändern haben, dass wir halt nicht jeden Tag draufknallen und da auch eine gewisse Entlastung haben. Abschließend bleibt zu sagen, beachtet die Punkte. Einmal die Aktivierung der Muskulatur, den hohen Puls halten, dann die neuromuskuläre Anpassung, dann ganz wichtig Regeneration, Verschleiß, Gelenke, ja, passiver Bewegungsapparat. Und natürlich das Allerwichtigste am Ende nochmal, ihr müsst Spaß an der Sache haben. Macht es einfach, verbrennt Energie, das ist mit das Wichtigste. Und dann habt ihr das perfekte Cardio-Training und dann könnt ihr vielleicht erstmal auf das Ranking gucken, was da für euch Sinn und Spaß macht. In dem Sinne, viel Spaß beim Training, zieht einfach durch, euer Görki. Ciao.